Der fast schwebende Fahrradreifen. Der Fahrradreifen ist nur einseitig aufgehängt und trotzdem kippt er nicht um. Woran liegt das? Bei diesem Effekt spielen zwei Momente eine große Rolle. Moment 1 entsteht durch die Erdanziehungskraft. Ist der Reifen wie hier nur einseitig aufgehängt, hat der Schwerpunkt den Abstand R zur Aufhängung und kippt durch die Gravitation um. Es entsteht ein Drehmoment. Moment 2 ist ein bisschen komplizierter. Wenn wir den Reifen anstoßen, bringen wir durch eine Kraft Energie in das System. Der Reifen rotiert mit seiner gesamten Masse, die wiederum einen Abstand zur Drehachse hat. Es entsteht also ein weiteres Drehmoment. Je schneller der Reifen rotiert, desto größer ist das Moment. Lässt man jetzt die eine Seite los, sodass der Reifen nur noch an dem Faden hängt, wirken plötzlich beide Drehmomente zusammen und wie es in der Physik üblich ist, entsteht eine resultierende, also ein resultierendes Moment, das das ganze System dazu bringt, um eine weitere Achse zu rotieren. Und hierfür gibt es einen Fachbegriff. Es ist die sogenannte Präzession. Damit wird die Richtungsänderung einer Rotationsachse bezeichnet. Damit die Winkelgeschwindigkeit größer wird und sich alles schneller um die neue Achse dreht, muss entweder der Abstand zum Schwerpunkt oder die Masse vergrößert werden, oder aber das Trägheitsmoment verkleinert oder das Rad langsamer angedreht werden. Und weil es am einfachsten ist, hängen wir einfach mal 1 Kilogramm zusätzliches Gewicht ein und sehen, dass es tatsächlich schneller rotiert. Durch Reibung verringert sich immer mehr die Winkelgeschwindigkeit von dem Reifen, sodass er sich allmählich immer weiter neigt. Und denkt dran, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der weiteren Videos mehr verpasst.